Hier ist Rainer Rehag. Rainer ist schon seit dem Anfang von Bits und Bäumen mit dabei. Vielleicht kennen viele ihn auch, von euch ihn auch. Er wirkt gleich zur Nicht-Nachhaltigkeit von Blockchain und Web 3 reden. Rainer wird versuchen, sich auf eine halbe Stunde zu begrenzen und danach haben wir noch so 10, 15 Minuten für Fragen. Viel Freude. Okay, gut. Herzlichen Dank für die Einführung, Einleitung. Korrekt, ich möchte über die Nicht-Nachhaltigkeit von Blockchain und Web 3 reden oder Web 3.0. Ich selber, vielleicht ein kleiner paar Sätze zum Hintergrund, dass man weiß, wer spricht, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizmann-Institut für die vernetzte Gesellschaft in der Forschungsgruppe Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich arbeite zu Technikzuschreibungen, KI, Datenschutz, IT-Sicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit heißt das. Habe einen Hintergrund in Informatik und Philosophie, also HU Berlin, FU Berlin und bin außerdem neben dem Akademischen auch aktiv im Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, also hier Mitorganisatorin der Bits und Bäume auch und der Gesellschaft für Informatik und bin auch ein bisschen bei Amnesty International aktiv, Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Worüber will ich heute sprechen? Einmal ein bisschen über so einen historischen Hintergrund, wie es so zu Blockchain, Bitcoin kam. Dann würde ich ein paar Eigenschaften nennen, so ein paar Tech-Basics erklären, wie wir technisch zu diesen Eigenschaften kommen. Und dann diese Eigenschaften mal analysieren. Dann möchte ich noch ein paar Sachen verlieren zu den zu drei Begriffen, die mehr oder weniger groß gerade in der Diskussion sind, auch wenn es um die Zukunft des Web geht, und zwar Smart Contracts, NFTs und Web 3. Die Smart Contracts und NFTs und Web 3 basieren auf der Blockchain-Technologie und ich werde deswegen sozusagen die Beschreibung von Blockchain-Technologie ein bisschen länger machen und würde es dann bei Smart Contracts und NFT Web 3 ein bisschen abkürzen oder gar nicht mehr nennen. Hier geht es auch weniger darum, also es kann sein, dass manche von euch vielleicht da so technisch tiefer hinein schon gestiegen ist in die Technologie an sich. Mir geht es insbesondere darum, die Technik zu kontextualisieren und zu gucken, was das für Eigenschaften hat und was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Also erstens, klar, Blockchain, Bitcoin, Energie- und Ressourcenverbrauch ist riesengroß. Wir erkennen diese Zahlen alle. Bitcoin ist immer so viel wie ein Land. Das hier ist von 22 im Februar, also irgendwo zwischen Schweden und Niederlande. Schon aus diesem Grund würde man sagen, dass Blockchain, insbesondere Bitcoin, wenn es Proof of Work ist, dass wir das gerne machen können, wenn wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft haben, sozialverträgliche IT-Herstellung durch den großen Durchsatz bei dieser ganzen Berechnung und wenn wir noch erneuerbare Energien übrig haben. An der Stelle könnte man sagen, Bitcoin, Blockchain, jetzt hören wir eigentlich auf, darüber zu reden, weil das schon ein Rausschmeißer ist, meiner Ansicht nach, sozusagen der Energie- und ökologische Fußabdruck. Darüber will ich heute aber nicht reden. Denn Nachhaltigkeit, so wie wir es verstehen, ist eher so ein integratives Verständnis, wo soziale Nachhaltigkeit und ich jetzt in den Vordergrund stellen will. Also quasi die Demokratisierung der Gesellschaft, Selbstverwaltung der Gesellschaft und sozusagen ein freies Leben für alle und ein gutes Leben für alle ermöglichende Gesellschaft. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt, das Häkchen ist dran und mal angenommen, das wäre alles nicht so. Jetzt ein paar grundsätzliche Kernfragen noch zur Technik, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen in die Technik einsteigen. Es wird oft so gefragt, ist denn Technik neutral, gut oder schlecht? Kann man so gar nicht sagen, denn es kommt eben nicht auf die Technik allgemein an, sondern auf konkrete Techniken. Und da kann man natürlich fragen, zu welchem Zwecke sind die gedacht? Und dann kann man natürlich eine Bewertung vorgeben. Das klassische Beispiel ist immer das Messer, mit dem man das eine oder das andere machen kann. Ja, aber es gibt natürlich nicht das abstrakte Messer, sondern es gibt zum Beispiel Buttermesser oder Kampfmesser. Und die haben einen speziellen Zweck. Und diesen Zweck kann man sehr wohl bewerten. Und dann kann man auch sagen, es ist ein guter Zweck, schlechter Zweck. Welches Problem soll gelöst werden? Man kann aber auch andersrum fragen, ist das vorgeschlagene Werkzeug adäquat für den Zweck? Also ich kann genauso versuchen, mit dem Kampfmesser mir ein Butterbrot zu schmieren, wie ich versuchen kann, mit dem Buttermesser zu kämpfen. Und das wird dann je nach eigener Fähigkeit dann erfolgreich oder nicht so erfolgreich sein. Also Mittel und Zwecke. Okay, dann ein Werkzeug, wie zum Beispiel Blockchain, Bitcoin, ist immer gut verständlich, wenn man sich anguckt, welches Problem damit gelöst werden soll.
Das heißt noch nicht, dass es das löst, aber es erklärt sehr viele Grundannahmen, die auch teilweise nicht explizit werden. Man muss erstmal gesellschaftlich sagen, dass unsere gesamte Interaktion gesellschaftlich von Vertrauen und sogenanntem generalisierten Vertrauen geprägt ist. In andere Menschen, in Intermediäre, in Arbeitsteilungen. Ich setze mich hier auf einen Stuhl und gehe davon aus, dass der nicht zusammenbrechen wird. Ja, der ist halt irgendwie geprüft durch irgendwas. Ich fahre auf der Autobahn oder, ja, nur als Beispiel, und neben mir, ich fahre, was weiß ich, 120 und neben mir fahren 5 andere Menschen. Die kenne ich überhaupt nicht und wenn die mal kurz schlenkern, dann bin ich auch tot. Aber ich vertraue sozusagen sehr, sehr vielen Dingen um mich rum. Ich vertraue in Nahrungsmittelkontrollen und so weiter, sonst könnte ich quasi gar nicht in der Welt mich bewegen. Intermediäre sind zum Beispiel aber auch sowas wie Banken. Das heißt, da haben wir halt alle unser Geld. Und jetzt gab es 2008 den sogenannten Finanzcrash, wo sich diverse Banken und auch Versicherungen, das ist ein eigenes Ding für sich, verzockt haben und aus reiner Gier quasi fast das die globale Wirtschaft in den Abgrund mitgezogen haben. Und an der Stelle stand ganz groß ein Vertrauensmissbrauch im Raum, zu sagen, okay, wenn die so groß sind, dass sie uns betrügen können und wir sie nicht mal abwickeln können, dann muss da was anderes her. Und es gab eine Person oder Gruppe aus dem Bereich der, ich sag jetzt mal, Cypherpunks, die gesagt haben, okay, da könnte man sich doch vielleicht eine technische Lösung ausdenken. Notwendig ist ein elektronisches Zahlsystem, ne, das bezog sich auf diese Banken und wie die Banken so manipulieren und wie wir davon abhängig sind, das auf kryptografischem Nachweis anstelle von Vertrauen basiert. Ne, das Vertrauen wollen wir nicht haben, weil wir dann betrogen werden können. Und es bei 2 bereitwilligen Parteien ermöglicht, Transaktionen direkt untereinander durchzuführen, ohne dass eine vertrauenswürdige dritte Partei benötigt wird. In diesem Paper schlagen wir eine Lösung für das Double-Spending-Problem vor, also Geld nicht mehrmals ausgeben, ne, das gleiche Geld oder den gleichen Geldschein, die unter Verwendung eines verteilten Peer-to-Peer-Zeitstempel-Servers einen rechnerischen Nachweis der chronologischen Reihenfolge von Transaktionen erzeugt. Das System ist sicher, solange die ehrlichen Knoten mehr CPU-Leistung kontrollieren als jede kooperierende Gruppe von angreifenden Knoten. Das heißt, hier wird quasi ein Geldsystem vorgeschlagen, wo die Beteiligten untereinander Geld austauschen können, ohne eine zentrale Instanz und die zentrale Instanz oder das ist so abgesichert, dass ein gesamtes Netzwerk die ganze Zeit rechnet und sich sozusagen die Rechenkraft verteilt und wir kommen gleich dazu, wie das dann aussieht. Und dieses System ist eben so lange sicher, wie die kooperierenden Knoten in diesem Netzwerk nicht die Mehrheit darstellen. Und das ist, wenn es weltweit verteilt ist, natürlich eine gewisse Sicherheitsmaßnahme. Das heißt, wir wollten, oder was heißt wir, aber diese Gruppe oder diese Person, Nakamoto, quasi Geld ohne Banken oder ein bisschen allgemeiner formuliert auch die Emanzipation des Individuums. Das heißt, jeder hat sozusagen das eigene Wallet, also die eigene Brieftasche bei sich ohne Bank und kann direkt von Brieftasche zu Brieftasche Geld bewegen. Das heißt, und noch ein bisschen abstrakter, die Emanzipation funktioniert deswegen, weil Machtzentren und Mittelspersonen ausgeschlossen werden, weil die dann eben nicht mehr dazwischen funken können. Und Bitcoin war eben ein Beispiel, in dem das ganz praktisch exerziert worden ist und die dahinterliegende Technologie dieses verteilten Berechnens oder nicht verteilten, sondern der verteilten Konsensfindung konnte generalisiert werden, aber Bitcoin war so ein Anwendungsbeispiel, was mit diesem Paper auch gleichzeitig als Proof of Concept, als Software, die benutzt werden konnte, veröffentlicht wurde. Ganz konkret technisch sieht es so aus, dass es Blöcke sind, also Einheiten, in denen Transaktionen festgehalten sind. Über diese Transaktionen werden Prüfsummen gebildet und diese Prüfsumme ist dann Teil des zeitlich darauf folgenden Blocks. Das heißt, ich kriege so ein großes Kassenbuch. Ich kann also, weil die so verknüpft sind, weil immer die Prüfsummen eines Blocks im nächsten Block sind, kann ich nicht zwischendurch mal einen Block rausnehmen und den verändern. Effektiv ändern sich dann alle Prüfsummen. Das Interessante an dem Blockchain-Prinzip ist, dass das nicht ein Computer macht, sondern verschiedene. Und diese verschiedenen versuchen gleichzeitig ein bestimmtes Kryptorätsel zu lösen. Und wer das zuerst gelöst hat, ruft sozusagen in die Welt hinaus, ich hab's. Alle können es verifizieren, weil es ein öffentliches Rätsel war. Und dann fangen alle an, auf diesem Block sozusagen den nächsten zu bauen.
Und wenn der gelöst worden ist von jemand anders, dann wieder der nächste und so weiter. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie, ihr alle schreibt jetzt gerade Protokoll, was ich gerade sage, und dann rufe ich 3+3. Und die erste Person, die 6 sagt, das Protokoll von der Person nehmen wir dann. Und dann geht's weiter, ich rede weiter und alle schreiben Protokoll wieder. Und nach 10 Minuten sage ich wieder Wurzel aus 2, okay, das ist gemein, aber sage ich dann irgendwie 9+7 und die richtige Antwort heißt dann, das Protokoll, was die Person geschrieben hat, das ist das nächste, was gilt. Dadurch haben wir effektiv sozusagen ein verteiltes System, ein Buchhaltungssystem. Und ihr erkennt schon an dieser Art von Herangehensweise, dass es gar nicht wirklich möglich ist, sozusagen als einzelne Person das irgendwie ja, mehr oder weniger zu kompromittieren. Okay, wie das technisch passiert, ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen allgemein, wenn ihr die Slides, ich werde die dann hochladen, anguckt, das ist quasi so ein bisschen so zwischen richtig Low-Level und einer allgemeinen Beschreibung. Es ist nur sehr wichtig, dieses Prinzip zu verstehen, um dann die technischen Eigenschaften, die behauptet werden, auch evaluieren zu können. Und was auch klar wird, an dem Beispiel, wo ich gesagt habe, ihr alle schreibt Protokoll, wenn alle Protokoll schreiben und eine Person quasi das gültige Protokoll dann zu den Akten legt, weil sie die Rechnung gelöst hat, haben alle anderen auch Protokoll geschrieben, aber umsonst. Könnt ihr euch überlegen, was das für den Ressourcenverbrauch heißt, und deswegen kommen wir zu der ersten Grafik. Aber darüber wollte ich eigentlich nicht nochmal reden. Okay. Und immer wenn so ein Block erfolgreich ist, dann macht man das weiter und weiter und so entsteht eine Kette von Blöcken und in den Blöcken stehen die Transaktionen. Und der Zweck davon ist, dass alle sich einig sind, was der Fall ist. Wurde das Geld überwiesen oder wurde es nicht überwiesen? Ist da noch Geld auf dem Account oder ist da kein Geld auf dem Account? Und die Eigenschaften, die zugeschrieben werden, sind, es ist öffentlich, es ist dezentral verteilt und damit ne, diese Machtfrage, es ist unveränderbar, weil ich ja keine Blöcke dazwischen rausnehmen kann und es ist vertrauenslos, weil ich keine Mittelspersonen habe. Das ist die Vorstellung. Jetzt gucken wir uns diese vier Eigenschaften mal genau an. Ist es öffentlich? Ja klar, es ist öffentlich, weil diese Transaktionshistorie, also das Geschäftsbuch quasi für alle einsehbar ist und die Portemonnaies, die Bitcoin-Portemonnaies sind pseudonym. Ich muss ja öffentlich nachvollziehen können, ist da Geld drauf, ist da nicht Geld drauf. Sie sind aber auch nicht anonym. Also öffentlich stimmt die Eigenschaft. Zweitens, Proof-of-Work-Mining, ist es dezentral oder verteilt? Naja, wie eben gesagt, haben wir ein Wettbewerbs- oder ein Konkurrenzmodell, wo alle quasi, während sie noch Protokoll schreiben, quasi sich darauf vorbereiten, diese Aufgabe zu lösen. Faktisch lösen sie währenddessen die Aufgabe. Und es ist zwar technisch verteilt, aber es gibt ja keine Regel, wie stark ein Knoten sein kann. Also wie gut einer oder einer von euch Kopf rechnen kann. Und daran merkt man schon, wenn ich mit meinem Telefon Bitcoin mache oder Bitcoin meine, dann werde ich natürlich immer verlieren gegen ein riesiges Rechenzentrum, was genau das Gleiche macht. Und wir erkennen, dass das auch genau der Fall ist. Wir haben, man sieht hier so ein paar Hallen von der Bitmain, das ist so ein Mining-Pool in China, die einfach einen sehr großen Teil, ich weiß gar nicht, wie die Prozentzahl jetzt gerade ist, von der Rechenkraft kontrollieren. Das heißt, von dieser Idee des Dezentralen bleibt halt übrig, dass manche sehr, sehr schlecht rechnen können und manche sehr, sehr gut. Und dann erkennt man schon, technisch ist es verteilt, aber die Machtasymmetrie ist überhaupt nicht mitgedacht, weil es eben verschieden starke Rechner oder Rechenzentren und so weiter gibt. Okay, das heißt, die Dezentralität ist eine Idee, aber sie ist natürlich faktisch eine Illusion. Das heißt, die zweite Annahme ist schon mal nicht zutreffend. Die dritte, ist es unveränderbar? Also Unveränderbarkeit alleine, das gibt es schon seit den 80er Jahren, das nennt sich dann Hashchains, aber nicht in der verteilten Idee. Es ist aber möglich, oder sagen wir mal so, es gab Situationen, wo es einen Dissens darüber gab, wie man jetzt weiter fortschreitet, ob man was an dem Code ändert oder nicht von Bitcoin. Und die verschiedenen Fraktionen, es wurde dann lange diskutiert, konnten sich nicht einigen, sodass sie dann gesagt haben, okay, wir spalten uns jetzt auf.
Die einen machen einfach mit der Codebase weiter, die anderen machen mit der Codebase weiter. In einer anderen Situation gab es Codefehler, sodass in dem Bitcoin-Netzwerk verschiedene Ketten sich ausgebreitet haben und die kamen nur mit ganz, ganz großem Aufwand, ich glaube, das war die Ethereum-Chain, wieder zusammen. Oder es gab auch an einer Stelle, das war in der Ethereum-Welt, also es ist auch eine andere Kryptowährung oder es ist noch viel mehr als das, aber gab es einen Hack, wo eine, würde jetzt zu lange dauern, da reinzugehen, aber da gab es quasi eine Organisation, die hat über diese Kryptowährungen Geld eingesammelt und verteilt. Die wurde gehackt aufgrund eines Fehlers und dann war man sich einig, das ist eigentlich so ein großer Fehler, dass wir den nicht so stehen lassen können. Wir wollten ja eine sichere, gute Währung haben und jetzt wurde da sozusagen einer der Akteure gehackt. Was machen wir denn jetzt? Und dann wurde in all diesen drei Situationen, bei dem Split, bei dem Codefehler und bei diesem Hack, gab es quasi eine soziale Aushandlung, die gesagt hat, im ersten Fall bei dem Hack, wir drehen die Uhr einfach zurück, wir machen alle Blöcke ab diesem Zeitpunkt ungültig und fangen da einfach nochmal weiter an zu rechnen. Bei der Spaltung sind danach zwei Währungen entstanden und bei dem Codefehler musste sehr viel mit Updates gearbeitet werden, damit diese Ketten wieder zusammengeführt werden konnten. Das heißt, die Unveränderbarkeit ist nur innerhalb dieser groben kryptografischen Annahme, aber natürlich kann jede Software, die von verschiedenen Knoten betrieben wird, dadurch verändert werden, dass die Knoten eine andere Software verwenden oder dass es Fehler gibt und so weiter. Das heißt, die Unveränderbarkeit ist auch nicht sichergestellt. Das heißt, es braucht soziale Aushandlung, Konfliktlösung und Regulierung. Es war ja genau das, was wir eigentlich nicht haben wollten. Dann der letzte Punkt, das Vertrauenslose. Vertrauenslos bezog sich natürlich nur darauf, dass es Akteure gibt in der Mitte, also die Banken oder die Notare in der Mitte, wenn ich irgendwie Geschäfte mache. Aber es ist natürlich, wenn ich das Ganze technisch abbilde, brauche ich Vertrauen in den Code. Ist der Code korrekt? Macht der das, was wir wollen? Wurde da richtig drüber berichtet, wenn ich ihn selber nicht lesen kann? Ich brauche natürlich auch Vertrauen in die Community. Sind die alle der Meinung, dass es weiter unveränderlich bleiben soll? Oder sind alle anderen der Meinung, ne, es gab ja nach diesem Hack, gab es eine Riesendiskussion, weil die einen gesagt haben, unser Versprechen war doch, dass wir nichts verändern. Und dieses Vertrauen wurde natürlich betrogen, weil der Fehler zurückgerollt worden ist. Andere haben gesagt, es war ja gar kein Fehler. Wenn ich beklaut worden bin, dann ist das halt so. Ne? Das ist dann die Realität. Ich kann nicht zurückrollen. Das heißt, ich muss natürlich Vertrauen in die Community haben, dass die das auch alle so sehen wie ich. Ansonsten entscheiden die sich, die Software zu ändern und dann kann ich dagegen gar nichts tun. Es gibt Vertrauen natürlich auch in Gatekeepers. Das heißt, wenn Menschen nicht diese Wallets, also die Brieftaschen selber auf ihren Rechnern betreiben wollen, ne, emanzipativ. Ich betreibe diese ganzen Brieftaschen bei mir selber auf dem Rechner. Ich habe quasi die digitalen Münzen direkt auf diesem Rechner. Ich kann auch, und das machen sehr viele mittlerweile, andere diese Brieftaschen verwalten lassen. Da muss ich denen auch vertrauen und das ist die Realität, insbesondere bei Bitcoin gerade. Und dann muss ich noch das Vertrauen in die Technik haben, das heißt mein ganzes Restsystem. Das heißt, wenn ich meine ganzen Wertsachen, also meine ganzen Bitcoins, die ich habe, auf meinem Rechner habe, muss mein Rechner natürlich ständig IT-sicherheitsmäßig up to date sein. Und ich kann ihn ja auch nicht vom Netz nehmen, weil ich ja quasi immer online sein muss, um die Blockchain sozusagen mitzuverfolgen. Also das heißt, das ist vertrauenslos ist das System nur, wenn ich kryptografisch auf die Zahlen gucke, aber nicht, wenn ich auf die tatsächliche Einsatzpraxis schaue. Das heißt, eigentlich ist nur der erste Punkt, die Öffentlichkeit, richtig und die anderen Punkte sind alle unzutreffend. Okay, dann mal eine kleine Einordnung zwischendurch. Also das System ist deswegen manipulationssicher, weil es ein öffentliches System ist. Und ich quasi sehe, was passiert. Aber dann dazu bräuchte ich natürlich kein verteiltes System an der Stelle. Die Zentralität ist bei Bitcoin größer als bei konventionellen Bankensystemen, wo ich sozusagen verschiedene Banken haben kann und verschiedene Kundinnen und Kunde sein von verschiedenen Banken. Und man kann sagen, die neuen Gatekeeper, also wenn ich nach den alten suche, gibt es die nicht mehr, aber die neuen Gatekeeper, die neuen Machtzentren, die sind jetzt die Miner, also diese riesen Rechenzentren, das sind die Exchanges. Diese beiden, ne, das sind die neuen Zentren. Und die sind sogar im Gegensatz zu Banken bislang wenig bis unreguliert.
Und wenn sie reguliert werden würden, hätten wir genau die Situation wie vorher, dass wir wieder sozusagen eine reguläre Mittelsperson haben. Also irgendwie ist es gar nicht möglich, diese Anforderungen überhaupt zu erfüllen. Wir wissen eben auch, die Blockchain ist veränderbar, wenn sich alle dazu einigen. Und wie sie sich einigen, wurde nie definiert, weil das ja nie erdacht worden ist, weil wir ja genau diese sozialen Faktoren gar nicht haben wollten. Das heißt, wir haben ein System gebaut, was ganz sicher technisch so funktioniert und die Aushandlungsprozesse überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wahlen, gibt es Vetos, gibt es Repräsentation und so weiter. Und deswegen ist das einfach ganz organisch entstanden. Und organisch heißt meistens die charismatischste Person oder recht des Stärkeren und so weiter. Und auch eine interessante Beobachtung finde ich, dass ich mit der Tatsache, dass ich mein Geld und meine Wertsachen sozusagen auf der Chain habe, also als Bitcoin, dass sich der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum auflöst. Wenn ich es schaffe, mich in einen Rechner rein zu hacken und mir die Coins zu nehmen, also kryptografisch gesehen sind es dann die Private Keys, dann gehören sie mir auch. Es gibt quasi keinen Diebstahl, denn dass ich sie habe, bedeutet, dass sie mir gehören. Und das ist ja schon eine ziemlich interessante Eigenschaft zu sagen, dass es Diebstahl nicht geben kann, wenn du es nicht geschafft hast, deine Funds, also deinen Besitz abzusichern, hast du halt Pech gehabt, ist jetzt eine nicht besonders progressive gesellschaftliche Entwicklung. Finde ich. Können wir nachher diskutieren. Okay. Also, wir sind ja hier auf der Bits und Bäume. Jetzt haben wir mal quasi so ein bisschen diese Technik und die Erwartungen geklärt. Jetzt ganz klassischer Einsatz war, kann man denn aber auf der Blockchain, auf dieser Kette, wenn ich nicht Geld damit sozusagen speichere, sondern Lieferketteninformationen. Das ist so das ganz klassische Argument oder die Nutzung dieser Technologie, die sozusagen im Nachhaltigkeitskontext diskutiert wird. Wir erkennen an der Stelle jetzt schon, da wird etwas ganz sicher gespeichert. Aber ich will ja nicht irgendwie Geldtransaktionen speichern, sondern ich möchte darauf ja speichern, wie wurde ein Produkt hergestellt, wo kam es her, welchen Weg ist es gegangen, wer hat dran gearbeitet. Aber wie kommt das denn in diese Chain? Naja, das muss ja irgendwer eintippen, das muss ja irgendwer da eingeben. Das heißt, wir haben einen super sicheren, global verteilten, riesengroß energiefressende Maschine, die Behauptungen speichert. Und also Behauptungen müssen wir, das ist ja gar nicht das Problem, was wir lösen wollen. Wir wollen ja wissen, wie etwas ist. War da tatsächlich Kinderarbeit mit dran? Kommen die Mineralien aus dem Ort, wo sie herkommen und so weiter? All das weiß ich immer noch nicht, wenn ich die Behauptungen sicher speichere. Es löst mein Problem überhaupt nicht. Das eigentliche Problem ist nämlich die Prüfungen vor Ort. Vertraue ich den Auditors? Wie sind die Machtverhältnisse zwischen denen, die da arbeiten, wenn ich sie frage, wirst du auch ordentlich bezahlt, ja oder nein und so weiter. All das sind tatsächlich die Probleme. Die Probleme sind nicht, ob ich das gut speichern kann. Das heißt, eine von diesen Anwendungsbeispielen, von den prominenteren, ist im Gegenteil überhaupt gar nicht erfüllbar damit. Okay. Dann gab es eine Weiterentwicklung, ist jetzt so ein bisschen alles noch Geschichte, plus minus. Verschiedene neue Blockchain-Arten, also Permission-Blockchains, also Blockchain, wo nicht jeder mitmachen kann. Private-Blockchains, wo quasi eine Firma alleine mit sich sozusagen im Keller so eine Blockchain macht. Aber ihr kennt schon, an diesem alles ist öffentlich und transparent und nachvollziehbar, ist das natürlich längst nicht mehr dran. Und wenn ich eine Permission-Blockchain habe und da gibt es jemanden, der entscheidet, ob ich mitmachen darf oder nicht, dann habe ich natürlich wieder einen Gatekeeper. Okay, aber wir erkennen darin ganz klar das klassische neoliberale Mantra der Individualisierung von Risiken. Kümmere dich einfach selber drum. Wenn du dich damit gut auskennst, super. Und wenn du dich damit nicht auskennst, dann bist du halt völlig alleingelassen. Ist ja deine eigene Verantwortung. Wir sind also zurück zum libertären Recht des Rechenstärkeren gekommen. Okay, es gibt so ein paar aktuelle Beispiele, die dabei auch genannt werden. World Food Program. Ich gehe da mal nicht so drauf ein, aufgrund der Zeit, aber das sind alles keine Einsatzzwecke für Blockchain. Können wir nachher in der Frage klären. Okay, dann gab es eine neue Idee, lass uns doch Smart Contracts machen. Automatisiertes Auslösen von Transaktionen. Diese Chain kann nun rechnen und kann sagen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann werden bestimmte Werte transferiert.
Also eine Art intelligente Überweisungsaufträge. Beispiele sind so ein Versicherungsfall. Mein Haus brennt ab und dann ist meine Brandschutzversicherung, wird automatisch überwiesen. Oder eine gewisse Zeit, meine Rente kriege ich automatisch überwiesen, da kann niemand was dran ändern. Ne? Wir wollen ja die dritte Person dazwischen, die Mittelsperson raushaben. Oder wenn ein Vertrag erfüllt ist, wenn irgendwie die Kiste bei mir ankommt, dann wird automatisch das Geld überwiesen. Ist nur witzig, Smart Contracts sollen ja sozusagen die Verträge vereinfachen und beschleunigen. Aber ist denn jetzt die Reaktion auf so rechtssprech geschriebene Verträge quasi in Jura, ist die Antwort, das jetzt Ganze in Quellcode zu machen? Ist das viel einfacher zu verstehen? Natürlich nicht. Und dann ist der Quellcode, weil es ja in der Blockchain ist, auch noch unveränderbar. Das heißt, alle, die programmieren, wissen, wie furchtbar das wäre, Quellcode irgendwo abzulegen, wo der unveränderbar ist. Und die Gültigkeit von Verträgen, wie ist es bei normalen Verträgen? Naja, das wird im Zweifel vor Gericht geklärt, ob der Vertrag wirklich eine Willensbekundung war. Bei Smart Contracts in der Chain ist es so, der Code definiert, was formal gemeint worden ist. Und dann gibt es auch, wie gesagt, es gibt ja keinen Diebstahl und keinen Fehler, sondern was der Fall ist, ist auch das Richtige. Jetzt kann man sich überlegen, Versicherungen, Rente, Vertragserfüllung. Wenn meine Versicherung eine Feuerversicherung ist, im echten Leben würde natürlich die Versicherung erstmal sagen, aber ist denn wirklich das Haus abgebrannt, weil es von alleine entzündet wurde oder warst du es selber? Das kann man gar nicht automatisieren. Rente, ja, wie sieht die Welt in 30, 40, 50 Jahren aus? Vertragserfüllung, ist das, was das Paket, was bei mir angekommen ist, ist die Ware nicht eigentlich kaputt gewesen? Also wie kann ich das automatisiert auslösen? Da sehen wir wieder, das ist sozusagen in einer rein digitalen Welt gedacht, die aber mit der sozusagen Welt, die sie abbilden will, die eigentlichen Probleme gar nicht angreifen kann. Und man muss immer wieder sagen, haben auch alle Updates gemacht, weil wenn die IT-Sicherheit schlecht aussieht, dann ist man auch wieder negativ betroffen, weil das Ganze natürlich auch von der IT-Sicherheit der Geräte abhängt. Jetzt haben wir neu NFTs, das sind Münzen, die nicht nur einen bestimmten Wert haben, digitalerseits, sondern die sind auch noch einzigartig. Das basiert auch wieder auf diesen Blöcken. Es wird digitale Kunst genannt. Damit wurde zum Beispiel der erste Tweet überhaupt auf Twitter mal verkauft. Die werden auch auf der Blockchain gespeichert. Und da gibt es dann sehr eindeutige Besitzverhältnisse. Ne? Ich brauche diese Mittelsperson nicht, sondern das ist wie so eine Münze, da steht drauf, dieses Bild gehört der Person und dann kann man auch, muss man daran nicht zweifeln, und wenn sich die zwei betroffenen Personen, die das irgendwie verkaufen wollen, einigen, dann wird sozusagen in die Chain geschrieben, das gehört jetzt der Person. Und das sind dann tatsächlich faktisch, technisch sind es Codestücke mit URL-Links, die verweisen sozusagen auf Stellen im Internet. Und der Sinn dahinter war, wurde es zumindest kommuniziert, die Unterstützung von unbekannten KünstlerInnen. Dann können die nämlich all ihre Sachen sozusagen als NFTs bauen und dann kann ganz unabhängig von großen Auktionsbörsen oder so, können sozusagen Bilder gehandelt werden oder andere Art von digitaler Kunst. Aber es gibt natürlich gar keine Ansprechung aufs Urheberrecht. Nur weil ich irgendwo auf einen Zettel eine URL schreibe, ändern sich natürlich nicht die Besitzverhältnisse. Das heißt, es ist wieder ein totale Disconnect mit der echten Welt. Und damit KünstlerInnen diese Art von Münzen herstellen können, müssen sie, also das Herstellen selber kostet auch Geld, kostet die KünstlerInnen auch Geld. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, zu sagen, hey, ihr könnt viel Geld verdienen, indem ihr eure Kunst verkauft, aber zuallererst müsst ihr bei so einer Plattform wie OpenSea oder so, müsst ihr selber erstmal diese Münzen, die ihr dann verkauft, wo draufsteht, dieses Bild gehört, müsst ihr so eine Initialleistung machen. Auch wenn ihr die im Endeffekt gar nicht verkauft, eure Kunst. Kann man sich natürlich fragen, warum gibt man den KünstlerInnen nicht direkt Geld? Und auch hier wieder habt man die Updates gemacht. Also ihr könnt mal in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben, Web3-Fails, also Leute, die quasi genau diese Tokens oder diese Münzen hatten, gehackt wurden und sozusagen der Rechner wurde abgeräumt und dann sind die ganzen Sachen halt weg. Denn jeder ist für auf sich allein gestellt in dieser Art von der Denkweise. So, nächster Punkt, Web3. Die Idee ist, wir bilden jetzt einfach alle möglichen Dinge, die es im Internet gibt, Bilder, Ton, Webdateien, alles Mögliche, in diesen Art von digitalen Münzen ab. Und weil wir eine Blockchain haben, können wir dann sagen, diese Münze gehört zu dieser Brieftasche, also gehört dieser Teil des Webs zu dieser Person. Und dann kann man alles anfangen, alles zu handeln. Das ist quasi eine Verwahrentlichung aller Ressourcen im Internet.
Und die Idee derer, die das so proklamieren, ist meistens, naja, Big Tech, im Moment gibt es Big Tech, Facebook und so weiter, denen gehören all unsere Daten. Stimmt natürlich nicht so richtig, zumindest gibt es immer noch irgendwie Datenschutz und Datenschutzrecht, andere Diskussionen. Aber wir wollen das alles dezentralisieren und dann können die Menschen selber entscheiden, wem sie ihre Daten verkaufen und können quasi davon sogar reich werden, ne? Weil das Geld nicht mehr an die großen Firmen geht, sondern ich kann selber entscheiden, welche Daten ich wem übergebe. Alles im Web wird also einzigartig abgebildet via Token, also ein kleines Stück Code, kryptografisch, wo dann kryptografische Kontrolle möglich ist, wem das gerade gehört. Das ist genau die Logik der Blockchain vom Anfang. Das wollten wir ja haben. Also, wie ich meinte, Menschen können endlich mit Datenverkauf reich werden. Reclaim Ownership steht da immer oben drüber. Ne? Endlich kann man sozusagen selbst die eigene digitalen Abdruck wieder besitzen. Aber wie ihr euch sicherlich denkt, gibt es auch hier wieder eine Bewertung, die das Gegenteil zeigt. Denn es geht eigentlich nicht um Ownership, sondern um Ownability. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, damit kannst du wieder all die Dinge, die dich betreffen, besitzen. Oder ob man sagt, naja, ob du sie besitzt oder nicht, ist die zweite Frage. Der erste Schritt ist, wir machen erstmal alles besitzbar. Und wenn wir alles im Netz und alles Digitale besitzbar machen, dann wird es auch veräußerbar. Was heißt, wenn ich alles in dieser Welt besitzbar mache und veräußerbar mache? Naja, das bedeutet, dass die gesellschaftlichen Ungleichheiten sich immer tiefer in die gesamte Lebensrealität fressen. Auf einmal, wenn ich sage, ja, ich habe ja meine Essensgewohnheiten, die ich irgendwie digital speichere und die kann ich jetzt irgendwie zu Geld machen oder so. Wer braucht denn Geld? Und wer sagt eher, nee, das will ich lieber nicht tun? Das heißt, eine Besitzbarkeit flächendeckend gesellschaftlich überall einzuführen hieße, dass die schon wenig haben, das auch noch alles verkaufen müssen. Und die sozusagen genug Geld oder Wert oder Fähigkeiten haben, sagen können, ja, bin ich ja nicht drauf angewiesen. Das heißt, effektiv ist es sogar noch viel furchtbarer als vorher. Okay, das heißt, profitieren werden nur die Starken. Und alle anderen folgen zwangsweise der Besitzlogik. Okay, dann fasse ich zusammen. Also, die Blockchain ist eine langsame Datenbank und im besten Falle ist es eine Kritik am Bankensystem gewesen. Smart Contracts sind weder smart noch Contracts. NFTs sind Abzocke für nichts, weil daran keine urheberrechtlichen oder auch sonst rechtlichen Dinge heranhängen. Und Web 3 ist Neoliberalismus on Steroids plus Mittelalter, weil ich mein Geld unterm Kopfkissen verteidigen muss. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich halt Pech gehabt. Dankeschön. Top. Danke, Rainer, und danke, dass du auch die Kurve bekommen hast, es noch kurz am Ende noch kurzer zu halten. Ja, wir haben jetzt Zeit für Fragen. Wir würden, je nachdem, wie viel wir schaffen, so 2-3 Runden machen und jeweils ein bisschen sammeln. Habt ihr Fragen? Ich komme zu euch im Mikro, damit die Leute es im Stream auch hören. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr keine habt. Vielen Dank, Rainer, für diesen Vortrag, der das endlich mal richtig prägnant zum Ausdruck gebracht hat, das Problem. Ich wollte noch mal kurz fragen, weil mich das beschäftigt, die Frage nach digitaler Währung. Kann man ja letztendlich sagen, Blockchain, wenn überhaupt, dann vielleicht im Rahmen von Kryptowährung ist der Gedanke theoretisch denkbar. Die Zentralisierungsfrage ist natürlich da, das ist irgendwie Quatsch. Aber wie geht man mit den Kryptowährungen jetzt um? Was würdest du empfehlen? Ignoriert man die einfach? Sagt man, wir müssen die irgendwie regulieren? Wenn ja, was gäbe es da für Ansätze? Oder müssten wir sogar über gezielte Beseitigung nachdenken? Macht das Sinn oder ist das unsinnig auf die Weise damit? Also, Bevor du reagierst, lass noch mal zwei Sammelfragen. Sehr gerne, sammeln. Sehr gerne. Also, wenn es noch welche gibt. Habt ihr noch Fragen? Also entweder habt ihr es total super verstanden alle und geht alle Rainer recht oder keiner hat es verstanden. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich hatte die Frage, dass zum Beispiel soziale Aushandlungen immer noch notwendig sind bei Smart Contracts und so weiter. Das war ja
bisschen absehbar. Also das ist ja jetzt keine Rocket Science, das zu erkennen, und das war auch schon vor 5 oder 10 Jahren absehbar. Wie kommt es, dass man erst jetzt darüber nachdenkt, ja stimmt, man braucht ja immer noch soziale Aushandlungen und nur mit Code geht das ja nicht. Ja, sehr gut dargestellt, finde ich auch. Gibt es hier noch eine Frage irgendwo? Ihr dürft auch Anmerkungen machen, glaube ich, wenn ihr wollt. Ah, sorry. Danke, der Saal ist zu groß, da sieht man nicht immer alles gleich. Ja, für mich suggeriert dieser Vortrag so ein bisschen, als wenn Blockchain eine nutzlose Technologie wäre und speziell jetzt das Anwendungsbeispiel der NFTs mit den Affenbildchen sozusagen. Finde ich jetzt auch nicht besonders gut gewählt, weil es gibt sehr viele gute Beispiele. Also NFTs sind nicht erfunden worden für die Kunstszene, sondern für andere Dinge. Und es gibt wahnsinnig gute Beispiele aus der Sustainability-Richtung, wie zum Beispiel das Energy Web oder das Regen Network, die zeigen, dass NFTs durchaus Sinn machen und dass Blockchain auch Sinn macht. Danke dir. Super, jetzt gehen noch ein paar Hände noch rauf. Ich würde es Rainer einmal antworten lassen und dann die zweite Runde zu euch kommen, ja? Okay. Also erstmal zu der Frage Kryptowährungen überhaupt. Was machen wir denn mit denen jetzt? Also meiner Ansicht nach, wenn der ökologisch, also Ressourcen- und Energiefußabdruck jetzt nicht besonders groß wäre, würde ich jetzt erstmal sagen, könnte man das als ganz normale Investments behandeln. Weil, als ganz normale Investments behandeln. Alles, was allerdings auf Proof of Work basiert, finde ich absolut wahnsinnig an der Stelle. Und wir haben ja jetzt gerade, ich weiß nicht, vor 3, 4 Wochen oder so, den Switch vollzogen bei Ethereum, wenn ich mich richtig erinnere, von Proof of Work auf Proof of Stake. Das heißt quasi, die bei der Entscheidung, was sozusagen der gültige Zustand ist, gibt es eine Lotterie zwischen Leuten, die sehr viel Geld vorweisen konnten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das eine Neuerung ist. Eine Neuerung ist zum aktuellen Wirtschaftssystem. Mir fällt für Kryptowährungen eigentlich kein anderer Platz ein, als zu sagen, das ist halt ein Investment und genauso soll es halt dann auch behandelt werden. Also es gibt manchmal noch Ideen, wie kann man irgendwie Geld in Failed States kriegen und so weiter. Da gibt es manchmal so Ideen, aber da müsste man nochmal genau auf den Use Case achten und was eigentlich das Problem ist und ob man das nicht anders lösen kann. Aber ich finde, alle Proof of Work basierten müssten meiner Meinung nach sofort verhindert oder gestoppt werden. Dann zu Smart Contracts. Warum wird das so missverstanden? Also mein Eindruck ist, weil ich ja die Szene auch sehr lange und intensiv beobachte, das spaltet sich auf in eigentlich zwei Lager. Das eine Lager sieht darin unglaublich super Geschäftsmodell und das habe ich bei einer Blockchain-Konferenz auch mal gefragt. Wie ist denn das, welches Problem löst du damit und so weiter? Und dann war die Antwort einfach, wenn mir das jemand abkauft, dann ist es für mich ein gutes Businessmodell. Also es ist völlig irrelevant, ob es ein Problem löst oder nicht oder ob da Aushandlung dranhängt oder nicht, sondern wenn ich das System verkaufen kann, dann ist es doch, dann funktioniert es doch, weil es sozusagen für mich ökonomisch funktioniert. Das ist so ein bisschen die dunkle Interpretation, würde ich sagen. Den zweiten Aspekt oder die zweite Gruppe sind meiner Ansicht nach Menschen, die gesellschaftliche Komplexität, die hinter sozialen Interaktionen steckt, aus welchen Gründen, aus Begeisterung für die Technik oder fürs Mathematische, weil also technisch ist es ja unglaublich faszinierend, dieses ganze System, die ja sozusagen vollherzig, sage ich mal, dahinter stehen und sagen, dieses ganze komplizierte Gemenschel immer, das könnte man doch jetzt vereinfachen. Leider helfen aber die Zweiteren den Ersteren implizit. Und das wäre sozusagen, ist jetzt so meine Antwort. Ich habe das, das ist tatsächlich, ist eine gute Frage, aber ja, das wäre so meine Antwort. Und dann zu Blockchain-NFT-Use-Cases.
Da müsste man, glaube ich, die Use Cases mal genau anschauen. Also mein Eindruck bei ganz vielen dieser Systeme ist, ich habe das mal gelesen und fand es sehr witzig, es ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ich kann ein Haus auch abreißen, indem ich ganz oft mit dem SUV dagegen fahre. Das funktioniert, aber es ist nicht die beste Lösung, die ich habe. Und die Frage, ob ich das tokenbasiert mache oder wie ich da irgendwelche sozusagen Energiebörsen abbilde, da muss ich ja dahinter schauen und sagen, wer sind die Akteure, was ist die Funktionalität des Systems, was möchte ich haben, was möchte ich verhindern und dann, was würde es mich kosten, an bestimmten dieser Regler hin und her zu drehen und zu sagen, was ist der Trade-off? Weil der klassische Trade-off bei Bitcoin war ja, ich möchte so weit wie möglich niemandem vertrauen, also das nicht stimmt, haben wir gesehen. Und deswegen haben wir riesen Energiekosten und das ist das, was man bezahlen muss, wenn man quasi so ein System haben will. Und so allgemein kann ich jetzt sozusagen dir natürlich nicht sagen, deswegen ist alles immer Mist, aber ich habe selbst noch keinen Einsatzzweck gesehen und vielleicht können wir das ja nachher mal besprechen, wo ich gesagt hätte, ja, da ist tatsächlich diese Art der Herangehensweise wirklich die beste Lösung und rechtfertigt alles, was damit oben drauf kommt. Und ich bin da aber offen, total. Ich habe da gar keinen, also wenn es das gibt und ich noch nicht gefunden habe, dann ist das auch okay. Dann würde ich das auch sozusagen in so bestimmten Spezialdomains kann ich mir das auch sogar vorstellen. Aber das ist eben weniger als das Versprechen sozusagen, was immer hinter dieser Tokenisierung der Wirtschaft steckt. Das ist dann weit, weit weniger und ein konkretes Anwendungsbeispiel und vielleicht nützt es da auch dann. Okay, wir haben vorher gesagt, wir würden ein bisschen überziehen, weil die nächste Session hier erst um 18.10 Uhr beginnt. Aber wenn ihr sozusagen eigentlich zu pünktlich gehen wolltet, dann nehmt euch keiner übel, wenn ihr jetzt aufsteht. Ich habe jetzt 3 weitere Meldungen, eine hier, eine da und eine da. Wer von euch beiden war das? Du? Du bist auch nicht? Doch. Sorry. Ja, danke auf jeden Fall für den Vortrag. Ich würde gerne noch mal kurz Werbung für Tantes Vortrag von der Republika machen, der ja auch über NFTs gesprochen hat und halt auch gesagt hat, das ist halt eine riesengroße Spekulation. Vielleicht magst du darauf auch noch ein bisschen eingehen, dass das am Ende nicht viel mehr als ein Ponzi-Scheme ist. Die Leute, die ja früh drin sind und viel Werbung für machen, kriegen alles und die Leute, die später zukommen, werden dann wahrscheinlich am Ende mit Verlust dastehen. Hallo. Also zunächst möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass das ist mir eben ein ganz kleines bisschen aufgestoßen, dass die beste Lösung ist ja eigentlich nie die Lösung eines Problems oder in unserer Welt, leider. Also das ist ein Ideal. Und genau, also deswegen zu sagen, dass das irgendwie deswegen doof ist, finde ich irgendwie ein ganz kleines bisschen zu einseitig. Ich möchte auf ein paar spezielle Punkte eingehen, zum Beispiel das Smart Contract. Hallo? Dass die sich nicht ändern könnten, hast du gesagt. Aber das ist so nicht wahr. Also Smart Contracts können auch durchaus auch geändert werden. Da ist zwar der alte Smart Contract noch auf der Blockchain, aber das kann durchaus sich ändern. Bitcoin prinzipiell als jetzt Beispiel für die gesamte Sphäre der Blockchain heranzuziehen, finde ich ein ganz kleines bisschen schwierig. Das ist ja doch das älteste Protokoll, ne? Und quasi der Anfang, wenn man so will, ne? Und seitdem hat sich da ja auch wirklich nicht viel geändert. Und wir sind uns mit Sicherheit einig, dass der riesige Energieverbrauch dieses Coins Wahnsinn ist. War aber ursprünglich meines Erachtens schon für die Erfolgsgeschichte nötig, weil das nämlich ein Gegengewicht darstellte, ja, ein Gegenwert. Ja, dass das jetzt mittlerweile obsolet ist, steht völlig außer Frage. Aber da gibt es ja auch ganz viele andere, also tausende Projekte, die genau das versuchen zu lösen, ne, diese Problematik und auch diese ganzen Dinge, die du angesprochen hast, nämlich diese Vertrauensgeschichte oder so, auch diese Sachen werden alle gelöst. Also ich bin zu lange. Eine Sache noch.
das mit der Lieferketten, der Betrug kann natürlich am Ende stattfinden, am Anfang stattfinden, aber gerade der Begriff der Lieferketten, ganz viele der Problematiken in der Lieferkette finden nämlich in der Lieferkette selbst statt, nämlich dass da Betrug stattfindet. Und das schließt das ja schon aus. Also am Anfang das Vertrauen, ne, dass der Erste, der das eingibt, natürlich, dass man dem vertrauen muss, steht völlig außer Frage. Aber der Rest wird halt ausgeschlossen, weil das halt noch nachvollziehbar ist. So, jetzt. Alles klar, jetzt komme ich noch zu dir hier in der Mitte. Ja, auch von mir vielen Dank für diese Zusammenfassung der Argumente in der kurzen Dichte. Für mich erstreckt sich die Frage nochmal auf die Frage, naja, was machen wir denn jetzt? Also wir hatten das Web 1, das wurde von zentralen Organisationen irgendwie hingestellt, damit sich die Menschheit vernetzt. Dann hatten wir das Web 2, da haben wir irgendwie alle unsere Hirne hingepackt und wurden irgendwie zum Konsum verpflichtet und haben sozusagen durch Konsumentscheidungen, die uns durch Werbung in die Hirnrinde gepumpt wurde, irgendwie den Planeten gegen die Wand gefahren. Jetzt kommt mal wieder irgendwie der Versuch, wo das Infrastruktur zur Verfügung stellen, inhärent in das System mit rein belohnt ist, was, glaube ich, also aus meiner Perspektive sozusagen die wirkliche Errungenschaft ist, dass wir eine dezentrale Infrastruktur schaffen, wo es belohnt wird, inhärent da drin zu sein, abseits einer kapitalistischen Logik zumindest, auch wenn man das rein technisch betrachtet. Wo ist denn die Perspektive? Was ist denn dann Web 4? Oder können wir das irgendwie noch gerade ziehen oder sollten wir alle unsere Computer ausschalten? Na, das ist doch eine super Abschlussfrage. Viel Spaß, Rainer, beim Beantworten. Sehr gut. Ja, alles sehr schöne und sehr spannende Fragen. Vielen Dank. Also erstmal zum Pyramid Scheme. Ich finde, das ist auch ein sehr gutes und sehr großes Argument. Pyramid Scheme heißt, dass die Leute, die zuerst investiert haben und Bitcoin gekauft haben, sozusagen über das Wachstum des Kurses, sehr profitieren, wenn immer mehr Leute mit dazukommen und die dann immer mehr kaufen und die Letzteren, die später kommen, die verlieren Geld, wenn sie nicht andere auch dazu bringen, immer noch mehr zu investieren. Ja, man kennt das so bei diesen, willst du nicht eine Creme von mir kaufen oder so und dann willst du nicht Verkäuferin werden für so eine Creme und so. Allerdings, ich finde es ein sehr gutes Argument, aber ich habe den Eindruck, dass das schon zumindest medial viel Platz hat. Also ich stimme dem voll zu. Ich habe es einfach genau wie mit dem Energieverbrauch einfach weggelassen, weil ich glaube, das ist sehr hoch, das ist schon sehr breit bekannt und ich stimme dem total zu. Dann zu den Smart Contracts, ob die änderbar sind oder nicht. Das Interessante ist, es gab da ja Ideen dazu. Manche sind änderbar, manche sind nicht. Das heißt, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, da gab es Ideen, kann ich das konfigurieren, dass es so ist oder dass es nicht so ist. Und ich kann das dann als User in bestimmten Anwendungen, kann ich das dann selber konfigurieren, noch mit bestimmten tiefergehenden Einstellungen. Wer kann das ändern und wann und wie? Oder soll es nach einer Weile nicht mehr änderbar sein und so weiter? Und da kommen wir dann aber an den Punkt, wo ich so tief in den Code einsteigen will, muss und von vornherein all das irgendwie festlegen muss, dass ich da nicht so einen großen Unterschied sehe, das Ganze wieder so zu technisieren, dass es wieder überhaupt nur nutzbar ist von Leuten, die sich da ganz, ganz doll reinbegeben haben. Und wenn ich alle Contracts immer änderbar mache, dann geht ja auch der Vertragscharakter verloren. Also, ne, das ist also sozusagen, wenn ich ihn jederzeit ändern kann, warum mache ich dann einen Vertrag? Also irgendwas haut da ja nicht hin. Dann, dass die Blockchain sehr alt ist. Im Prinzip schon. Aber was wir gerade sehen, ist eine Ausdifferenzierung von Systemen, die diese Idee verfeinern und ausspezialisieren. Und das heißt, dass wir vielleicht in manchen Anwendungsszenarien tatsächlich eine interessante Lösung bekommen, die dann in diesem speziellen Fall mit den Akteuren, die da involviert sind, eine Lösung darstellen kann. Da ist aber dann nichts mehr übrig von, die gesamte Gesellschaft wird sich revolutionieren und werden alle emanzipierter, weil wir keine Banken mehr haben. Das Versprechen ist dann ein anderes. Und damit gehe ich auch einher, das technisch dann genau anzuschauen. Aber das, finde ich, steht dann im Widerspruch zu dem Versprechen.
Dann die Frage mit dem Vertrauensproblem, dass das ja auf andere Arten gelöst wird. Wenn ich ein System einsetze, um die Vertrauensstruktur, die ich vorher in der Gesellschaft hatte, loszuwerden und das System dann so weit ausdifferenziere, dass ich an anderen Stellen wieder Vertrauen und Aushandeln habe, dann muss ich natürlich auch begründen, warum diese anderen Wege irgendwie besser sind als das davor, weil das eigentliche Versprechen war ja, dass ich es nicht machen muss. Also dann muss ich sagen, okay, also dann können wir es insgesamt einfach anders machen und dann können wir überlegen, welche neue Wege gibt es, da irgendwie Sachen abzustimmen, automatisiert, Delegierung und so weiter. Aber das ist dann eine andere Frage, finde ich. Dann reden wir so ein bisschen, auf welche Art wollen wir uns denn koordinieren und abstimmen. Das ist dann, ja. Dann zur Lieferkette. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber es ist ja an jedem Punkt der Lieferkette sozusagen möglich zu sagen, jetzt ist es hier angekommen, jetzt ist es da angekommen, jetzt wurde das damit gemacht und so weiter. Und wenn das Problem darin bestünde, dass die Papiere, die am Anfang ausgestellt worden sind, an der Kiste oder was auch immer das ist, dass die auf dem Weg irgendwie gefälscht werden von irgendwem, dann kann ich das natürlich auch kryptografisch so lösen, indem ich sozusagen jedem am Anfang einen Key gebe. Ich kann ja an jedem Schritt der Lieferkette kann ich ja auch da eine Signatur machen und die irgendwo ablegen. Bei einer Vertrauensinstanz. Ne? Also das heißt, der sozusagen in dem ersten Schritt kann ich es ablegen und kryptografisch absichern, im nächsten Schritt und so weiter. Es ist ja eben, ja genau, das ist genau der Punkt. Also es ändert sich nicht daran, dass das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob das, was da eingetragen ist, richtig ist oder nicht. Und zum Schluss die Frage, was kommt bei dem Web 3 und dann das Web 4? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, aber was kommt? Die Zukunft ist offen. Ich kann empfehlen den Vortrag von gestern Abend zu Commons, Anarchie und Informatik. Da ging es sehr darum, nicht so sehr von der Technik auszugehen und zu sagen, wie muss eine neue Technik aussehen, sondern wie ist eigentlich unser Bezug zueinander, unser Verhältnis zueinander, wie wollen wir in Gemeinschaften zu Konsens oder Kompromissen kommen und danach die Technikgestaltung daran ausrichten, nämlich mit Commons-basierte Software und vielleicht auch Hardwareproduktion. Das heißt, das Soziale an den Anfang zu stellen, und da kennen wir uns ja auch schon viel aus, auch mit den Schwierigkeiten und so weiter, und dann nachrangig daraus die Förmigkeit der Technologie und der vernetzten Technologie abzuleiten. Und ich glaube, dann kommen wir zu einem mehr auch bedürfnisorientierten, wo die Betroffenen sozusagen tatsächlich damit mitbestimmen. Ich glaube, in diese Richtung würde ich es denken. Und es kann sicherlich auch bedeuten, dass wir bestimmte Systeme auch runterskalieren müssen, dass es sowas wie Facebook oder so supranationale Organisationen einfach gar nicht geben darf, weil die sozusagen weder demokratisch legitimiert noch irgendwie kontrollierbar sind. Na, das ist sozusagen, all diese Sachen müssen natürlich irgendwie erstmal, also ich finde sowas, muss man auf alle Fälle unterbinden, um überhaupt auch Raum zu geben, dass sich so ein Web 4 oder wie man es dann auch nennt, irgendwie entwickeln kann. Aber der Ansatz, glaube ich, ist nicht von der Technik auszudenken, sondern eben von der sozialen Praktik auszudenken und dann zu schauen, welche Technik würde genau dazu passen. Tolles Schlusswort. Danke, Rainer.